Yo, servus Leute, willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 20 SC Freiburg Karriere. Nachdem wir in der letzten Folge die Hinrunde beendet hatten mit dem Viererpack in der letzten Folge gegen Wolfsburg, gegen die Bayern im DFB-Pokal, wo wir leider ausgeschieden sind mit 3-0, gegen den BVB und gegen RB Leipzig, geht es dann heute durch die Winterpause durch, einfach mal komplett, weil wir transfertechnisch nahezu gar nichts machen werden, vor allem von der Seite der Zugänge her nicht, also da wird gar nichts passieren, denke ich. Von Abgängen her könnte vielleicht was passieren, aber darauf müssen wir ehrlich gesagt nicht unbedingt reagieren. Und bei dem Stand, wo wir gerade stehen, wäre es auch nicht so clever, die ganze Mannschaft jetzt auseinanderbrechen zu lassen, nur weil da halt, weiß ich, große Angebote kommen oder so. Das ist Quatsch. Vor allem die Spieler, die wollen ja wahrscheinlich auch wissen, wie sich das Ganze hier weiterentwickelt, wie es in der Rückrunde dann aussieht oder nach der Rückrunde aussieht zum Ende der Saison dann. Und ich denke halt, dass da keiner gehen wird, von diesem Aspekt her. Und ich kann schon mal ankündigen, es wird in der Rückrunde auf jeden Fall noch weitere solcher Folgen geben, wo wir 4 Spiele in einer Folge haben werden. Auf jeden Fall das Saisonfinale, das wird auch eine dieser Folgen sein, wo wir dann 4 Spiele am Ende machen werden und dementsprechend so die Saison dann auch beenden. Wir haben da unter anderem auch Leipzig und Dortmund wieder bei, muss man sagen, aber ist, denke ich, trotzdem genau so, weil es von der Anzahl her perfekt passt. Deswegen ist das Ganze, denke ich, auch ganz okay. So, was wir in dieser Folge heute machen, wir werden auf jeden Fall mal ganz kurz einen Mini-Blick in die Verträge reinblicken und dann werde ich ganz kurz erklären, warum das halt eben nur so kurz sein wird. Man wird es halt gleich sofort auch sehen. Ansonsten gucken wir uns die ganzen anderen Wettbewerbe an, DFB-Pokal, Europa League, Champions League, zumindest zu dem jetzigen Stand halt. Und wir simulieren halt bis zum nächsten Spiel praktisch und gucken, was dann halt eben so nebenbei passiert. Wie gesagt, wir machen transfertechnisch nicht viel und ja. Ansonsten gibt es halt natürlich dann auch jetzt endlich die Steckbriefe der beiden Jungs, die wir dann noch hochgezogen haben in den Profikader. Das musste ich auf jeden Fall auch noch nachholen und das ist in dieser Folge dann tatsächlich der Fall. Und wenn wir schon dabei sind, dann fangen wir auch direkt damit an, mit den Steckbriefen. Und zwar bei Benjamin Eberle fangen wir heute an. 18 Jahre alt, ein zentraler Mittelfeldspieler, kann Sechser, kann auch Achter spielen. Aus der Schweiz, 1,81 groß, Linksfuß und leider verletzungsanfällig. Aber das hat jetzt mit dem Steckbrief nichts zu tun. Kommt aus Basel, kommt glaube ich auch aus deren Jugend, also vom FC Basel. Lieblingsspieler dürfte Granit Xhaka sein und wie gesagt, ihr seht den Rest ja alles. Aber das war nicht der Einzige, denn wir hatten auch noch Riccardo Fontana, den wir hochgezogen haben. Ein Italiener, 18 Jahre alt, genau wie Eberle. Allerdings spielt er auf dem rechten sowie linken Mittelfeld. Ist ein bisschen größer und vom Fuß her auch ein anderer. Also Rechtsfuß ist er halt eben. Ansonsten kommt er aus Monza. Sein Lieblingsverein ist AC Mailand. Und den Rest seht ihr. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal die ganzen Wettbewerbe vor. Mit dem DFB-Pokal fangen wir dann, denke ich, mal an. Vor allem bin ich euch natürlich auch noch einen Blick auf die Ergebnisse der aktuellen Runde schuldig, also wo wir auch rausgeflogen sind. Das habe ich in der letzten Folge jetzt nicht gezeigt. Fangen wir an mit Gladbach, die 1-0 Leverkusen schlagen, gehen dann weiterhin zum FC Schalke 04 zum Herbstmeister in dieser Karriere, in dieser Saison, die da 5-0 den HSV wegrasieren. In echt sieht es ja eigentlich komplett anders aus und da könnte es an diesem Wochenende schon Goodbye heißen für einen Trainer. Dann haben wir Bielefeld gegen Heidenheim, ein Zweitliga-Duell, wo sich die Heidenheimer durchsetzen mit 3-2. Frankfurt schlägt Düsseldorf mit 1-0. Union Berlin verliert 2-1 gegen Hoffenheim, genauso wie der erste FC Köln mit 2-1 verliert, aber gegen Mainz. Wir verlieren 3-0 gegen die Bayern und Werder Bremen muss sich Augsburg geschlagen geben mit 2-1. Im Viertelfinale haben wir dann folgende Begegnungen: Augsburg gegen Heidenheim, Mainz gegen Hoffenheim, Gladbach gegen Frankfurt und die Bayern gegen Schalke. Dann gucken wir uns die Europa League an. Natürlich blicken wir da eher vermehrt auf die deutschen Vereine und beginnen direkt mit Gruppe A. Gladbach scheidet hier leider aus, auf Platz 3 liegend hinter Straßburg und Young Boys Bern. Der direkte Vergleich ging an Young Boys Bern. Auch wenn Gladbach das erste Spiel davor gewinnen kann mit 2-1, verlieren sie im Rückspiel dann aber 4-0. Und wenn der direkte Vergleich sogar nicht da gewesen wäre, dann hätte halt eben die Tordifferenz gegen Gladbach entschieden. Natürlich bitter aus deutscher Sicht, aber damit muss man leben. Währenddessen Hoffenheim in Gruppe B weiterkommt mit Olympiakos Piräus, Midtjylland und Malmö scheiden hier aus. Immerhin das. In Gruppe C haben wir dann Porto, Slavia Prag. In Gruppe D Lazio Rom Anderlecht. In Gruppe E West Ham und Guimarães. Everton und Atalanta Bergamo in Gruppe F. Valencia und Stade Rennes in Gruppe G. In Gruppe H haben wir den FC Chelsea und Olympique Marseille. In Gruppe I der VfL Wolfsburg mit einer, ich glaube, ähnlichen Bilanz wie Hoffenheim es hatte. 5 Siege, eine Niederlage, aber man setzt sich ja auch klar durch, zusammen mit Braga, Fenerbahce und Rapid Wien scheinen hier aus. In Gruppe J haben wir Villarreal und Genk, die weiterkommen. In Gruppe K Sporting Lissabon und Celta Vigo und in Gruppe L AS Rom und Feyenoord Rotterdam.
dann zeige ich euch zumindest mal die Partien im 16. Finale. Wir haben hier unter anderem Lazio Rom gegen Celta Vigo, Genk gegen Amsterdam, Neapel gegen Porto, AS Monaco gegen Rom, Olympique Marseille gegen West Ham, aus deutscher Sicht Young Boys Bern gegen Wolfsburg und Hoffenheim gegen Slavia Prag. Und dann gehen wir rüber zur Champions League, fangen mit Gruppe A an und dort haben es Barcelona und der FC Arsenal geschafft, weiterzukommen ins Achtelfinale gegenüber PSV Eindhoven und Lokomotiv Moskau, die übrigens hier 0 Punkte geholt haben und damit komplett leer ausgingen. Eindhoven ist in der Europa League, während wie gesagt Barca und Arsenal, die Gunners, im Achtelfinale stehen. Und das ist auch ziemlich souverän, wie man hier sieht. In Gruppe B, Manchester United und Inter Mailand sind hier weitergekommen. Vor allem die Engländer hier mit einer makellosen Bilanz. 18 Punkte geholt aus 6 Spielen, besser geht's nicht. Benfica Lissabon in der Europa League auch nur knapp gegenüber Brügge. In Gruppe C, Atletico Madrid und Olympique Lyon weiter. Setzen sich hier gegen Neapel doch relativ deutlich durch. Das ist ein bisschen überraschend, finde ich. Dynamo Zagreb hier letzter mit einem Punkt. In der Gruppe D schafft es Liverpool zusammen mit Leverkusen hier weiterzukommen. Aus deutscher Sicht natürlich immer positiv, wenn man da weiterkommt. AS Monaco hier auf der 3 mit 5 Punkten. Auch relativ deutlich, würde ich sagen, in dieser Gruppe das Ganze. Und Donetsk auf dem letzten Platz hier. In der Gruppe E, Juventus Turin auch weiter zusammen mit Tottenham, Salzburg und CSKA Moskau hier auf 3 und 4. In Gruppe F haben wir Manchester City, die hier wirklich makellos weiterkommen. 18 Punkte, 6 Siege in 6 Spielen, besser geht es nicht. Aber wir hatten einen echt spannenden Kampf um Platz 2 mit dem BVB und dem FC Sevilla. Am Ende setzt sich der BVB durch den direkten Vergleich. Sie gewinnen ihr Heimspiel gegen den FC Sevilla mit 2:0. Das Auswärtsspiel verlieren sie mit 1:0 und deswegen sind sie halt eben durch den direkten Vergleich oben geblieben. Der FC Basel geht hier ohne Punkte nach Hause und auch ohne Tor. In Gruppe G kommt der FC Bayern mit Real Madrid weiter. AC Mailand wird hier Dritter, Spartak Moskau auf der 4. Natürlich aus deutscher Sicht auch schön, dass Bayern sich da so einigermaßen gut gegen Real Madrid schlagen kann. Und zum Ende der Gruppenphase haben wir Gruppe H mit PSG und RB Leipzig. Und beide kommen ja auch, denke ich, relativ deutlich weiter. Amsterdam auf der 3, Besiktas auf der 4, auch relativ deutlich. Wir haben dann folgende Begegnung im Achtelfinale mit RB Leipzig gegen Manchester United, Olympique Lyon gegen Manchester City, Real Madrid gegen Liverpool, der FC Arsenal gegen die Bayern. Ich denke, das wird eine klare Angelegenheit, wenn man sich mal die vergangenen Spiele dieser beiden Mannschaften gegeneinander anguckt. Tottenham gegen Atletico Madrid, Leverkusen darf gegen Barcelona ran, ganz schwierige Nummer, Inter Mailand gegen PSG und Dortmund gegen Juventus Turin. Und dann sind wir mit dem Wettbewerb zum jetzigen Zeitpunkt durch. Allerdings gibt es jetzt erstmal eine schlechte Info für alle Demo-Fans oder FIFA 21-Fans, die irgendwie ein bisschen was vom neueren Gameplay haben wollten. EA hat gestern Abend gesagt, dass es keine Demo geben wird, was leider auch heißt, es wird dann dementsprechend auch erstmal keine Streams geben, aber FIFA 21, wenn das draußen ist, also so ungefähr 1. Oktober, dann seht ihr mich. Außer ihr wollt vielleicht einen Stream haben mit FIFA 20 und dem EEP-Patch und wir reden einfach nebenbei ein bisschen über Bundesliga oder was auch immer. Da wäre ich auch gern offen für. Lasst es mich einfach gerne wissen, ob ihr sowas sehen wollt und dann können wir darüber reden. Der nächste Punkt auf dieser Liste, die wir noch abarbeiten müssen, ist die Vertragssituation bei uns. Und die sieht halt eben folgendermaßen aus. Der einzige Vertrag, der ausläuft, ist Jonathan Schmid. Allerdings, und jetzt kommt der Knackpunkt dafür, er beendet seine Karriere nach der Saison. Das heißt, wir müssen uns eigentlich um gar nichts kümmern hier. Und deswegen ist es halt eben der kleinste Punkt praktisch auf dieser Liste zusammen mit den Steckbriefen gewesen. Aber gut, er beendet seine Karriere. Er würde auf jeden Fall sein Abschiedsspiel bekommen am letzten Spieltag oder am vorletzten Spieltag, jedenfalls zu Hause, wenn es da ist. Dann werden wir ihn auf jeden Fall spielen lassen. Aber sonst sehe ich das erstmal nicht für ihn. Wie gesagt, alles andere ist hier erstmal unwichtig. Ja, und dann gehen wir weiter nach vorne, würde ich sagen. Wenn irgendwas passieren sollte, dann blende ich das natürlich ein. Und von unserer Seite gibt es halt eben, wenn dann nur Abgänge. Mal gucken, was passiert. Natürlich gibt es dann auch wieder Jugendspieler, die eventuell ihre Verträge auflösen wollen in der Jugendakademie. Und einer davon ist Alexander Lang. Und da gucken wir uns an, ob er wirklich auch bereit für eine Profikarte ist. Und da ist er auch schon, Alexander Lang, 17 Jahre alt, Innenverteidiger aus Deutschland, 1,88 groß, Rechtsfuß, hat gerade aktuell eine 63er Bewertung und ein sehr, sehr gutes Potenzial, wenn man das hier glauben möchte. Und natürlich nehmen wir den mit und geben ihm einen Profivertrag. Es gibt einige Nachrichten, die wir aufarbeiten müssen. Wir sind am 1.1. Einerseits das Transferfenster ist offen, andererseits gibt es eine Trainingsverletzung und zwar bei Taiye Dimitri, unsere Nummer 1. Der hat sich eine Oberschenkelzerrung zugezogen und fällt deshalb erstmal für 2 Wochen aus. Das könnte knapp werden mit dem ersten Spiel der Rückrunde, aber ich denke, das dürfte er noch irgendwie hinkriegen. Björn Schmitz ist wieder da und in der Leihe von Belenenses Lissabon. Vielleicht werden wir ihn wieder verleihen, gucken wir gleich nochmal ein bisschen nach. Und wir kriegen ein Angebot von Cagliari Calcio, um dort als Trainer zu arbeiten, was wir natürlich ablehnen werden. Macht überhaupt keinen Sinn mehr an dieser Stelle.
Und übrigens, das ist er hier, Björn Schmitz, ein Stürmer, den wir noch haben. Ist sehr robust, sehr schnell, nicht beweglich, das könnte man vielleicht noch trainieren, aber sonst sieht er auch nicht schlecht aus. Auch wenn man natürlich da seinen Abschluss nochmal verbessern müsste, aber der ist echt nicht schlecht. Aber ich glaube, wir haben so viele Stürmer hier, dass wir ihn wahrscheinlich trotzdem nochmal verleihen werden. Und dann nehmen wir wieder eine Trainingszeit mit und dort verbessert sich Brand Manu auf eine 74, hat er gegen RB Leipzig direkt nach seiner Einwechslung das 2-0 gemacht und damit auch die Partie entschieden. Und das ist echt gut für uns, dass wir halt eben auch solche Leute noch auf der Bank haben, die da wirklich direkt deinen Impact haben auf das Spiel. Wir sind mittlerweile am 11.01. angekommen und es gibt die ersten Angebote für unsere Spieler. Einmal ein Leihangebot von AS Monaco an Simon Sohm, welches wir nicht annehmen werden, weil er bei uns auf jeden Fall noch eine Rolle spielt. Bei Marvin Melem sehe ich das ein bisschen anders. Den wollten wir ja schon mehr oder weniger in der Sommertransferphase loswerden. Allerdings hat da keiner wirklich das Angebot abgegeben, was wir so haben wollten von der Summe her. Und vielleicht ist es Leverkusen jetzt an diesem Zeitpunkt, die da das perfekte Angebot haben. Ich denke, das werden wir wahrscheinlich auch verhandeln. Mal gucken, ob das zustande kommt oder nicht. Wir werden sehen. Und ein Angebot von 37 Millionen Euro lehnt Bayern 0 für Leverkusen ab. Und damit kommt dieser Wechsel von Marvin Melem zur Werkself nicht zustande. Dann geht es weiter mit einem Angebot für Marvin Melem, diesmal von RB Leipzig. 23,2 Millionen Euro bieten die, also ein bisschen weniger als das, was Leverkusen geboten hat. Natürlich werden wir das auch wieder verhandeln. Und wir bekommen ein Leihangebot für Mathieu Bruno oder wie auch immer man den Jungen aussprechen möchte, von Anderlecht. Und ich denke, das können wir sogar annehmen tatsächlich, weil bei uns wird der erstmal nicht so wirklich die Rolle spielen. Hefti ist davor, Agu ist davor. Wir können da Beaumont noch hinstellen, wenn irgendwas sein sollte. Ich denke, da wird eine Leihe, denke ich, auch am meisten Sinn machen. Das werden wir so machen. Und auch RB Leipzig geht da diesen Schritt mit 37 Millionen Euro nicht mit und deswegen kommt auch dieser Deal nicht zustande. Und die nächste Trainingseinheit, die wir dann mitnehmen, Fiete Kraft verbessert sich auf eine 77, hat ja auch gegen den BVB zum ersten Mal jetzt von Anfang an gespielt in dieser Saison. Hab ja auch schon gesagt, dass er mehr Spielzeit braucht, der Junge. Die Problematik ist einfach, dass wir in der Offensive derzeit so gut drauf sind, dass er halt einfach keinen Platz da findet. Zumal auch seine Position jetzt nicht für ihn wirklich spricht, also zur aktuellen Aufstellung halt. Wir haben halt einfach keinen Zehner da drin. Ja, er kann auch Mittelstürmer spielen. Und dementsprechend würde ich ihn halt auch eben als hängende Spitze sehen. Also praktisch die rechte Stürmerposition, die wir in der Aufstellung da haben, weil die ja ein bisschen versetzt nach hinten ist. Wenn man das so versteht, wie ich das irgendwie so versuche auszudrücken. Das ist so die einzige Position, die er wirklich da in dieser Aufstellung auch spielen kann. Ich denke, wir sollten ihn vielleicht mal mehr einsetzen. Allerdings merkt man dann auch schon wieder, wir haben viel zu viele Stürmer da im Kader. Mal gucken. Also, er hat es auf jeden Fall verdient. Dann gibt es ein Angebot für Christian Günther von Genk. 10,3 Millionen Euro bieten die, allerdings unseren Kapitän kriegen die nicht. Und damit ist der Wechsel offiziell. Mathieu Bruno wechselt für ein Jahr zu Anderlecht und soll dort halt Spielpraxis sammeln. Ja, und damit sind wir auch schon angekommen beim ersten Spiel in der Rückrunde. Allerdings gibt es das erst in der nächsten Folge zusammen mit den Spielen gegen den 1. FC Köln und Werder Bremen. Den Deadline Day nehmen wir natürlich auch noch mit, aber das sind die Spiele in der nächsten Folge. Bisschen anderes Prinzip, als ich das sonst machen würde. Normalerweise würde ich ja die beiden Spiele mitnehmen und dann bis zum Deadline Day runter. Allerdings sind wir in der letzten Saison. Es macht nicht wirklich viel Sinn, irgendwas noch zu kaufen, denke ich. Und deswegen können wir das so machen. Danach gibt es wahrscheinlich sogar eine Folge mit 4 Spielen in petto mit Nürnberg, Gladbach, Frankfurt und Augsburg. Da gibt es wieder eine Dreierfolge. Genauso wie auch hier bis Schalke und Düsseldorf, Leverkusen, Leipzig und Dortmund nehmen wir dann wieder in einer 4-Spiele-Folge mit. Das heißt, wir sind, glaube ich, sogar drauf und dran, in dieser Woche die Saison zu beenden, wenn alles so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Das ist der Plan, der aktuellere Plan, nicht der, den ich gestern so halbwegs gesagt habe. Aber ich will auch noch ein bisschen mir Pause gönnen von dem Spiel, bevor dann FIFA 21 rauskommt. Eventuell noch das ein oder andere schon mal vorbereiten für die erste Folge mit der neuen Karriere. Auch eventuell Sachen über Livestreams. Also ich habe es zum Beispiel schon mal gefixt, dass wir die Turne bei FIFA haben können, während ich streame. Das habe ich halt schon mal gefixt und wird auch funktionieren, wenn ich das machen würde. Eventuell muss ich mich auch noch dafür entscheiden, welchen Verein ich dann parallel zu dieser einen Karriere nehme. Ist natürlich alles bewusst so gesagt, denn ich möchte natürlich nicht verraten, welcher Verein es derzeit ist. Das Einzige, was halt schon gesagt wurde, ist, es ist ein Verein aus der dritten Liga und es ist zu 100% nicht Bayern 2 oder Türkgücü München. Das kann ich schon mal sagen. Es ist keiner der Aufsteiger und damit haben wir schon mal ein paar Vereine mehr, die in Frage kommen könnten. Beziehungsweise eigentlich ja haben wir ein paar Vereine weniger, die in Frage kommen könnten. Aber für mich kommt halt sowas wie Bayern 2 nicht in Frage, weil das wäre einerseits komplett unrealistisch, wenn die halt aussteigen würden. Dürfen die ja nicht. Und von den Aufsteigern würde mich halt am ehesten interessieren wahrscheinlich Saarbrücken und dahinter dann Lübeck. Der SC Fair spricht mich nicht an.
Und Türkgücü München spricht mich halt auch eben nicht an. Ja, Duisburg fällt raus, kann ich auch schon sagen, hatte ich ja auch schon mal, war auch eine geile Karriere, kann ich auch nur empfehlen, da mal vielleicht reinzugucken. Wobei da manche Sachen vielleicht ein bisschen fragwürdig sind, die ich gemacht habe, also im Sinne von der Ausstellung her, die ich dann ab der Gladbach-Karriere dann besser gemacht habe. Und wenn man mich fragen würde vom Realismusgrad her, welche Karriere ich da am besten fand von Frankfurt, Duisburg, Gladbach und jetzt Freiburg, würde ich ganz klar Freiburg sagen, weil die ist exakt mir so gelungen, wie ich sie gern haben möchte. Auch wenn natürlich die jetzige Saison ziemlich überraschend ist und ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Aber die drei Saisons davor, die fand ich extrem geil, weil sie halt eben anspruchsvoll waren. Das kann ich schon mal jetzt als Statement sagen. Mir hat es echt viel Spaß gemacht, auch wenn wir noch die Rückrunde haben. Ich hoffe, ihr seid immer noch da. Freut euch auf diese Karriere oder über diese Karriere, wie sie gelaufen ist. Natürlich ein bisschen unglücklich dadurch, dass ich eine Pause gemacht habe zwischen November und weiß es ich wie lang. Hätte vielleicht ein bisschen mehr sein können als nur vier Saisons, aber FIFA hat mir halt zu dem Zeitpunkt irgendwie gar keinen Spaß mehr gemacht. Also dementsprechend wären die Videos wahrscheinlich auch nicht geil gewesen, deswegen bitter, aber ich hoffe, man kann es irgendwo verstehen. Ja, und damit würde ich sagen, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Wir sehen uns direkt morgen wieder mit der nächsten Folge der Freiburg-Karriere. Und da geht's dann los. In die Rückrunde rein mit Wolfsburg, mit dem 1. FC Köln und Werder Bremen. Und ich hoffe, ihr seid da wieder am Start. Ich bin erstmal raus, macht's gut, haut rein und ciao.